Wenn man zu Hauptverkehrszeiten in Hannovers Innenstadt Auto fährt, dann kommt man schnell zu dem Schluss, es sollte mehr Parkplätze geben. Aber es gibt eine Menge Leute, die genau das Gegenteil wollen, am besten Parkplätze komplett abschaffen und dafür Blumen oder Bäume pflanzen. Das klingt im ersten Moment völlig absurd, doch zum Beispiel Venedig ist weitestgehend parkplatzfrei. Wie auch immer, am Freitag war Parking Day in Hannover und einige Parkplätze wurden dazu Parks bzw. Spielwiesen umgewandelt. Ein ungewöhnliches Projekt, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Normalerweise sagt man Kindern ja, du sollst nicht auf der Straße spielen. Ausnahme war wohl der Parking Day am Freitag. Das ist ein Tag, an dem aus Parkplätzen Spielplätze werden, wie zum Beispiel hier vom Pavillon in Hannover. Klingt wie eine Spaßaktion, doch der Tag hat durchaus einen tieferen Sinn. Wir aktivieren Flächen, die sonst von den Autos besetzt werden, wieder neu für die Fußgänger und zeigen, wie viel städtischen Raum eigentlich diese Blechbüchsen verschlingen. Grün in die Stadt ist das Motto. Parking Day heißt ja auch, das Park ist in dem Wort drin. Also das heißt, dass man aus Parkplätzen Parks wieder macht. Und das geht ungefähr so. Ein bisschen Rollrasen, ein paar Blumen, eine Parkbank, Spiel- und Spaßaktionen. Und schon hat man ein bisschen mehr Grün und Leben in das sonst so triste Grau der Stadt gebracht. Der Aktionstag ist 2005 in San Francisco entstanden und findet nun jährlich in den Metropolen der Welt statt. Zum Beispiel New York, London oder Rio de Janeiro. Aber auch in Deutschland gibt es Parking Days, in München und hier bei uns in Hannover. In vielen Städten wird dem Autoverkehr über 70% des öffentlichen Raumes eingeräumt und genau das wird mit dieser Aktion in Frage gestellt. Unzweifelhaft sieht Kunst schöner aus als parkende Autos, doch manche sind tatsächlich für eine komplette Abschaffung von Parkplätzen und Autoverkehr. Das wäre wunderbar. Es gibt Beispiele, eins ist Venedig, alle finden das eine wunderschöne Stadt. Und ein anderes, was näher kommt, ist Oxford. Das ist eine Stadt, wo Häuser sind in Quadrate gebaut, dass man innen drin, in sogenannten Quadrangles, einen Platz hat, der ruhig ist zur Begegnung. Da kann man sitzen, da gibt es Gras zwischen die Gebäude und es ist sehr verkehrsberuhigt. Es ist auch gar nicht geeignet für Autoverkehr eigentlich. Ich habe nie ein Auto besessen, ist unnötig in einer Großstadt wie Hannover. Man kommt überall hin wunderbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Jedenfalls regt es zum Nachdenken an. Der Parking Day ist Teil von etwas Größerem. Das Oberkonzept heißt Urban Future. Urban Futures, Stadt im Wandel, beginnt heute mit dem Parking Day. Also ein Projekt, das geht bis November. 16 Initiativen machen mit und man zeigt, wie die Stadt sich verändern kann. Es kann sich was verändern. Und auch wenn die Abschaffung von Parkplätzen nicht in Aussicht steht, der Weg zum Bäcker lässt sich vielleicht auch mit dem Fahrrad zurücklegen.